Platz weiter. Race to the Mercedes-Benz Museum. But first, the Power Consumer Quiz. Incorrect answers activate more power consumption. Contestants, here is your question. What benefits does optimizing the aerodynamics of the e-Sprinter panel van provide for its overall efficiency? A. Reduces air resistance. B. Improves top speed. Or C. Enhances acceleration. Stärker ist die Beschleunigung, je sehr langsam das Fahrzeug. Ah, da geht es um Aerodynamik, dass er nicht so viel Gegenwind hat. Ja. Ja, also A. Aerodynamik. That's right. Also der dritte. Close, but not quite right. What wheel sizes are available for the e-Sprinter panel van to ensure optimum driving dynamics? A. 16 inches. B. 18 inches. C. 20 inches. You have only 3 seconds to answer. 16. 16. Sehr gut. Team Red has to set the air conditioning to 28 degrees Celsius. Wir haben jetzt 67 und 243 Kilometer Restreichweite. 68 und 223 Kilometer. Also. Ja, haben wir das eine wieder drin. Die Distanz an, oder? Das ist immer safe. Schauen wir mal ab. At the Mercedes-Benz Museum, our final challenge awaits. Can you guess the exact distance of 7.91 meters? Na, zunächst erst mal hinfahren. Erstmal hinfahren. Lage checken. Das Ganze schätzen. Wir kennen uns gut aus von den Baustellen, vom Abschätzen, mit gutem Gefühl, mit gutem Bauchgefühl, drauf zufahren, richtig parken, stoppen, navigieren, aussteigen und gewinnen. Ladies and gentlemen, the race is on to see who comes closest to the target and emerges as the winner. Ja, so einfach stehen bleiben, dann seid ihr super mit 7,91. Jetzt sollte ich stehen bleiben. Lass so. Jetzt gerade habe ich das Gefühl, die stehen direkt davor. Ja, also jetzt fährst rechts daneben und dann orientierst du dich mit der Schnauze vorne im Stern am Baum. Wo ist der Baum jetzt? Also. Der zweite, du musst von vorne am Baum. Fahr mal langsam hin, parallel zu denen. Fahr. Schatz, weiter. Grad werde weiter. Weiter. Stopp! Stopp. Now it's time for the last showdown. Who is closer to 7.91 meters? Jetzt werden wir mal schauen, was das Maßband sagt. Prüfen muss, ha? Prüfen muss. Guckt das auch richtig an. Also, ihr habt 9,50 Meter. Oh, das sind 9,45 Meter. 9,45 Meter. Wenn man wegen 5 cm akzeptiert, ja. So, was haben wir? Das, das darf nicht so durchhängen, oder? Okay. Das ist so ein bisschen spannend. Jetzt gucken wir eigentlich, ob die Pillen im Pony bringen. 8,60 Meter. Keine 7,91. Aber näher dran. Team Blue emerges as the winners. But is it enough for the overall victory? To determine the overall winner of From Zero to Hero, we calculate the current battery level and add 5% for each completed charge. In a closely contested battle throughout the challenges, Team Red emerged victorious with a battery level of 78%. Congratulations, Team Red! You are the champions of From Zero to Hero!